Zäpfchen sind nicht so einfach zu handhaben wie Saft oder Tabletten. Und doch sind sie manchmal unverzichtbar, wie Sie gleich hören werden. Deshalb erfahren Sie von mir unter anderem, wie Sie ein Zäpfchen am besten geben, wann sie wirken, was für Probleme auftauchen können und wie Sie sie meistern können. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Ich freue mich, dass ich Ihnen meine langjährigen Erfahrungen weitergeben kann. Und wenn Sie dieses Video gut finden, dann freue ich mich natürlich erst recht über einen Daumen hoch und, falls Sie es noch nicht haben, ein Kanal-Abo. So helfen Sie bei der Verbreitung meines Wissens mit. Bei Babys und Säuglingen unter einem Jahr sind zum Beispiel Zäpfchen mit einem Wirkstoff gegen Fieber und Schmerzen die am häufigsten verschriebene Medizin. Eine Alternative wäre ein Saft, aber den spucken Babys meist wieder aus, weil er nicht nach Milch schmeckt. Nicht unwichtig ist es dabei zu wissen, dass Fieber-Schmerzzäpfchen auch ohne Rezept in jeder Apotheke zu bekommen sind. Aber vor allem bei Ihrem ersten Kind sind die meisten Eltern sehr unsicher, wie sie denn diese Zäpfchen geben sollen. Da gibt es auch die Angst, dem Baby weh zu tun oder gar durch eine falsche Technik ungewollt Verletzungen zuzufügen. Wenn Sie meine Tipps beherzigen, brauchen Sie diese Angst nicht mehr haben. Wenn das Zäpfchen klitschig gemacht wird, zum Beispiel durch das Eincremen mit irgendeiner Hautpflegecreme oder Vaseline, dann flutscht es völlig problemlos und ohne Schmerzen zu verursachen durch den Anus in den Darm. Es ist ja auch nicht dicker als eine Stuhlwurst. Allerdings gilt es zu beachten, wenn Sie das Zäpfchen nicht weit genug hineinschieben, dann kommt es sofort wieder heraus. Das liegt daran, dass der Anus durch zwei Ringmuskeln, durch den sogenannten äußeren und inneren Schließmuskel, zugehalten wird. Und über diese beiden Ringmuskeln muss das Zäpfchen vollständig hindurchgeschoben werden, sonst landet es nicht im Darm, sondern sofort wieder in der Windel. Also müssen Sie das Zäpfchen am besten mit dem kleinen Finger so weit hineinschieben, dass Sie es nicht mehr spüren. Und wenn Sie dann noch mit dem Finger einen kleinen Haken machen, kommt das Zäpfchen sogar quer zum Liegen und sicher nicht mehr so leicht heraus. Das Zäpfchen kann man auf zwei Arten geben. Instinktiv führen die meisten das Zäpfchen mit der raketenartigen Spitze voraus in den Anus, weil sich so das Zäpfchen leichter zentrieren lässt und die hintere abgeplattete Seite leichter von der Fingerkuppe zu schieben ist. Wenn Sie es auf diese Weise durch die beiden Schließmuskeln vollständig hindurchschieben, bis Sie es nicht mehr auf Ihrer Fingerkuppe spüren, es also im Darm gelandet ist, vielleicht sogar noch mit dem Haken quergestellt haben, dann haben Sie alles richtig gemacht. Wenn Sie das Zäpfchen mit der Spitze nach hinten und dem Plattenteil nach vorne in den Anus schieben, ist es mit dem Vorwärtsschieben am Anfang etwas schwieriger, aber durch die Raketenform flutscht es leichter in den Darm, wenn es den inneren Schließmuskel passiert hat. Ich meine, dass Sie das selbst ausprobieren sollten, mit welcher Technik Sie am besten klarkommen. Sollte das Zäpfchen, nachdem Sie es gegeben haben, gleich wieder herauskommen, wissen Sie jedenfalls sicher, dass Sie es nicht weit genug hineingeschoben haben. Sie können es natürlich für einen erneuten Versuch wieder verwenden. Oftmals wird durch eine Manipulation am Anus, wie zum Beispiel beim Fiebermessen, ein Stuhlreiz ausgelöst, sodass das Zäpfchen gleich nach der Gabe mit dem Stuhl wieder in der Windel landet. Auch dann können Sie es selbstverständlich noch einmal geben. Es dauert etwa 5 bis 10 Minuten, bis sich ein Zäpfchen vollständig aufgelöst hat. Die Schleimhaut des Enddarms ist in der Lage, den Arzneimittelwirkstoff aufzunehmen, sodass die Wirkung des Zäpfchens innerhalb von etwa 20 bis 60 Minuten eintritt. Die Zäpfchen gibt es in verschiedenen Wirkstärken, abhängig vom Gewicht Ihres Kindes. Sie können sie, wenn es nötig ist, mehrmals geben. Die Dosierung finden Sie in der Packungsbeilage. Und da steht auch, dass man nicht mehr als die Tageshöchstdosis geben darf. Wenn also zum Beispiel nur alle 6 Stunden ein Zäpfchen gegeben werden soll, bedeutet das
maximal 4 Zäpfchen in 24 Stunden. Allerdings dürfen Sie diesen Abstand schon auch mal verkürzen, was zum Beispiel bei nächtlichen Schmerzen nötig sein kann. Sie müssen halt darauf achten, in 24 Stunden nicht mehr als insgesamt 4 Zäpfchen zu geben. Dann kommt es zu keinen Problemen. Bei Babys ist die Rückenlage die beste Position. Wenn Sie die Beine nach oben klappen, sehen Sie den Anus und das Zäpfchen lässt sich dadurch leicht geben. Bei größeren Kindern ist die Seitenlage angenehmer. Allerdings sollten Sie die Beine dabei anziehen, die Kinder, und der Popo sollte nach Möglichkeit locker gelassen werden. Sonst müssen Sie mit sanfter Gewalt eben die Pobacken auseinanderspreizen, um an den Anus ranzukommen. Ich gebe zu, manchmal ist es gar nicht so einfach, einem Kleinkind ein Zäpfchen zu geben. Aber bei starkem Erbrechen zum Beispiel können Sie keine Medizin über den Mund geben. Da bleibt nur der Weg über das Zäpfchen oder alternativ über eine intramuskuläre oder sogar intravenöse Spritze, was mit deutlich größerem Aufwand und mit Schmerz verbunden ist. Manchmal höre ich den Satz von Eltern, dass ihr Kind sich aber keine Zäpfchen geben lasse. Damit ist wohl eher gemeint, dass diese Eltern es nicht schaffen, ihrem Kind ein Zäpfchen zu geben. Aber wenn es eben doch sein muss, wird es ihnen mit der beschriebenen Technik schon gelingen. Wichtig ist, dass die Zäpfchen glitschig gemacht werden, damit sie leicht gleiten und nicht wehtun. Insbesondere wenn Zäpfchen kalt sind und der Anus ganz trocken, können Zäpfchen sehr unangenehm sein. Sollten Sie keine Creme zur Hand haben, in einem Notfall oder im Urlaub, können Sie auch einfach Speichel verwenden oder das Zäpfchen für eine Weile in der Hand halten, bis es glitschig wird. Und noch ein Problem kann sein, dass ein paar Minuten nach der Zäpfchengabe Stuhlgang kommt und unklar ist, ob das Zäpfchen sich bereits aufgelöst hat, weil Sie es nirgends mehr finden. Da empfehle ich, 60 Minuten abzuwarten, ob eine Wirkung zu bemerken ist und wenn nicht, nochmal eines zu geben. So, jetzt wissen Sie über Zäpfchen ziemlich viel Bescheid. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie sie gerne über den Kommentar.